gefangen geworden. Als Dank für deine Rettung möchte ich dir etwas geben. Nimmst du es an? Das ist... Auf meiner Reise fand ich diesen wunderbaren rote Glas. Damit habe ich ein wenig herumprobiert. Ich habe zwei davon gemacht und eins in der Stadt verkauft. Du scheinst es zu kennen. Machst du Witze? Warte eine Sekunde. Dieser Apfel aus Glas habe ich gemacht. Doch wo kommt dieser her? Das ist doch der Schatz, von dem du gesprochen hast. Der Apfelrubin. Was? Warte mal, das ist kein Problem. Das ist simples Glas. Wann hast du den Apfel aus Glas gekauft? Zu Beginn meiner Reise ist lange her. Ich weiß nicht, wie der Apfel herkommt, doch in der Stadt reden alle über diesen tollen Schatz. Wie ist das möglich, Jafar? Wem hast du diesen Glasapfel verkauft? So einem reichen Kerl aus Narcissus. Ich erzählte ihm, dass ich in Calmento lebe, die ich ein Laden betreibe. Bah. Ich kenne viele reiche Kerle, aber der war echt sympathisch, nicht so wie einer wie Claude. Auf alle Fälle haben wir jetzt einen Apfelrubin. Lass uns gehen und uns Claudes Kohle abstauben. Das ist die richtige Einstellung, geil. Aber das ist doch kein Rubin, das ist doch nur Glas. Merkt er doch nicht. Schau doch mal genau hin. Kannst du etwa einen Unterschied feststellen? Du hast recht, wir haben den Apfelrubin in dieser Höhle gefunden. Das ist die Wahrheit. Und ganz nebenbei, wir haben noch keinen echten Rubin gesehen, daher wissen wir den Unterschied nicht. Also Tama, wie kannst du nur? Keine Panik, wenn dieser Claude denkt, es sei der Rubin echt, dann ist doch alles in Butter. Und wenn er an die Echtheit glaubt, dann ist er auch viel wert. Er wird ausflippen vor Freude, wenn er das sieht. Alles klar, auf nach Calmento. Ich gehe auch zurück. Vielen Dank für alles. Bist du fit genug, allein zu gehen? Klar. Und nehmt bitte den Apfel. Juhu, ich habe einen Apfelrubin erhalten. Ryuk wäre bestimmt ganz scharf nach diesem Apfel. Nochmals danke, ich gehe zurück ins Dorf. Und davor aber... Danke. Gut, das ist alles in der Höhle. Ich habe für einen Glasapfel dieses asozial heftige Vieh besiegt. Ich brauche irgendeinen schwachen Gegner zum Töten. Ich glaube, ich gehe nochmal in die Anfangs... Orte zurück und töte dann per Viecher. Nee, Spaß. Vielleicht irgendwann mal. Ich fühle mich bereit, in dem Level den letzten Endgegner zu besiegen. Ich glaube kaum, dass der... Außer natürlich, er macht mit einem Schlag normalen Angriff verwirren, lähmen, schlafen und giften mit einmal. Und dann wäre es was anderes, aber... Schlimmer kann ich mir fast keinen vorstellen. Hab ja schon gesehen, man kann Gegner heilen. Vielleicht gibt es auch wieder Untote zum Heilen. Untote Bosse, heilt man tot. Juhu! Bap, 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 bap. Ich greife erst an, natürlich, was sonst. Ich bin Guy. Ich muss als erstes angreifen. Ich bin THE Guy. Guy erreicht Stufe 20? Eventuell Stufe 20. Ich habe keine Ahnung. Patsch, patsch. Ah. Mikro besser, gut. Wie kommt das eigentlich, dass Tier so stark angreifen kann? Das kann doch nicht nur daran liegen, dass sie vorne steht, oder?
So. Gelähmt hält jedenfalls nicht außerhalb des Kampfes an. Das ist schon mal gut zu wissen. Shop brauche ich nicht mehr, hab schon alles. Glasladenreue auch nicht, hab schon alles. Zweimal. Halt, falscher Laden. Claude, du alter reicher Sack. Ich will dein Geld, und zwar her damit. Oh ja, das ist der Apfelrubin. Ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Vielen Dank, nun gebe ich euch die versprochene Belohnung. Mein Gott, bist du sicher? Ich meine, das ist eine ganze Menge Geld. Schon gut, schon gut. Gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Schlechte Sache, aber egal. Ich werde auch mit der Wache im kleinen Tempel reden. Die dürfte jederzeit passieren. Aber das ist... Tia! Wir müssen jetzt gehen. Tia! Wie können wir das annehmen? Das ist eine ganze Menge Geld. Das beweist nur, wie gut Jaffas Arbeit ist. Und vor allem, wenn du irgendwas zu dem Süß-Typ sagst, verklopp ich dir den Hintern. Aber... Mach dir keine Gedanken. Lass uns gehen. Sayonara, ihr... Falsches Haus. Hallo, Jafar. Oh, du bist es, Tama. Ja, ich wollte dir aber das geben. Was? Geld? Das ist die Summe, die uns Claudia für deinen Glasapfel gezahlt hat. Aber ich habe euch den Apfel geschenkt. Ich kann das Geld nicht annehmen. Das geht schon in Ordnung. Dieses Geld gehört dir. Aber... Wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir... Wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir ja das dafür das Geld verkaufen. Tama, ich stehe tief in deiner Schuld. Schon gut, wir müssen jetzt leider gehen. Das hast du schon von Anfang an geplant, Tama, oder? Nö, der Hauptcharakter hat das gegen meinen Willen getan. Ja, übrigens, hier, Tia, nimm. Du gibst ihn mir? Tja, ich kann ihn ja nicht tragen. Danke, Dama. Was für ein schöner Schmuck. Ein auf Lina machen? Okay. Solch ein kleines Geschenk macht sie so glücklich. Sie ist halt ein kleines Mädchen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie glücklich sein wird, wenn sie mich begleitet. Das muss sie wohl selbst entscheiden. Denkst du nicht auch? Das ist wahr. Hey, Tia, wir brechen bald auf. Ich bin schon unterwegs. Okay. Ich will nur was Kleines nachschauen. Okay. Ich würde zu gern wissen, wie viel Geld das war. Hallo, ihr dürft das sehen, meinetwegen. Juhu, grüner Teleporter. Dort geht es nach Pandoria. Pandoria, aus welchen 2000 Spielen kenne ich diese Stadt nochmal? Ja, es hat da ja auch so einen Namen von der Stadt, der ziemlich oft vorkommt. Pandoria. Wieder ein Schloss und eine Stadt und ein kleines Mädchen, noch zwei kleine Jungs. Hey Nora, lass mich dir etwas Interessantes zeigen. Ciao. Igitt, eine Schlange, Kanako. Haha, schau genau hin, es ist nur ein Tau. Du bist eine Heulsuse, Noah. Hey, na, das ist eine Schlange, sie hat Augen, ich sehe sie sogar. Schlange beißt zu. Hey Jungs, ihr sollt die Mädchen nicht ärgern. Oh nein, das ist Elan. Schnell weg hier. Don't mess up with girls. Selan! Hör auf mit Weinen, Nora. Aber! Hör mir zu, Nora. Es ist nicht nett, was die Jungs gemacht haben, aber du sollst auch nicht immer gleich weinen. Das ist nur der Grund für die Jungs, dich noch mehr zu ärgern. Kinder, hört nicht auf sie. Das ist der... Das stimmt nicht. Selbst wenn sie nicht heult, machen die Idioten weiter. Mein Papa hat gesagt, dass Jungs nicht weinen dürfen, Mädchen aber schon. Mädchen, die ständig weinen, nennt man Heulsusen. Genau. Also solltest du wirklich nicht bei jeder Gelegenheit loswerden. Verstehst du das? Nö.
Wenn du erwachsen bist, wirst du in das Schloss zurückkehren. Also hör auf bitte mit dem Wein auf. Einverstanden. Schloss, Prinzessin? Hallo. Slang ist die stärkste aller Kriegerinnen. Tja, du bekommst Konkurrenz. Ich bin aber keine Kriegerin, ich bin eine Magierin. Jedoch egal. Du hast stärker...